Ja, als nächstes wollen wir uns mit Brüchen und Logarithmen beschäftigen. Als erstes nehmen wir mal den 1 durch 1 minus x, eine Funktion, die vielleicht dem einen oder anderen bereits bekannt ist, wenn nicht, egal. Wir wollen jetzt diese Funktion in eine Taylor-Reihe entwickeln. Was müssen wir tun, damit wir diese Funktion in eine Taylor-Reihe entwickeln? Haben wir vorhin gemacht, ganz oft, e hoch x, Sinus x. Was müssen wir tun, wenn wir eine Funktion entwickeln wollen? So ist es. Jetzt ist das aber ein bisschen, das ist einfach unschön zu ableiten. Warum ist das Ding zum Ableiten unschön? Wenn ich jetzt anfange, was muss ich da für eine Regel anwenden? Ja, also man kann entweder das mit dem Kettenregel oder man kann Produkt oder Quotientenregel. Und die Kettenregel hat den Vorteil, dass sie ein bisschen einfachere Ergebnisse liefert. Die Quotientenregel u-v minus uv durch v Quadrat. Aber g' mal f', das ist durchaus einfacher. Das heißt, wir wandeln das hier, bevor wir es ableiten, um, sodass wir die Kettenregel anwenden können. Gut, wie heißt denn das Ding als verkettete Funktion? 1 minus x minus 1. Jawohl, sehr gut. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, was ist 1 minus x hoch minus 1 abgeleitet? Also, das heißt, 1 minus x hoch minus 1 und davon die Ableitung. Moment, jetzt mal gucken. Also wir haben eine innere Funktion und wir haben eine äußere Funktion. Wie heißt die innere Funktion? Wie heißt die? 1 minus x. Jawohl. Wie heißt die äußere Funktion? G hoch minus 1. Und jetzt muss ich machen g' mal f'. Also das ist f von g. So, jetzt brauche ich g'. Was ist g'? 1. Beinahe? Nee, 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 sorry. Natürlich. Also ist die Ableitung minus 1 mal f'. Was ist f'? Minus 1 minus 2. Also minus 1 mal g hoch minus 2. Das g, Rücksubstitution, war ja 1 minus x. Also ist das minus, minus, minus. Fällt mal minus 1. Also minus mal minus gibt dann plus. Minus 1 mal minus 1 ist 1. Also kommt raus plus g hoch minus 2. Oder das g war ja 1 minus x. Das ist 1 minus x hoch minus 2. Gut. So, jetzt 1 minus x hoch minus 2 abgeleitet. Was ist die Ableitung von dem? Wieder g', ja, diese minus 1 brauchen wir wieder. Ja, also minus 1 mal jetzt, mal g hoch, mal irgendwas. Mal minus 2. Minus 2 mal? Mal g hoch. Minus 3. So, Rücksubstitution, minus mal minus g plus, das ist also 2 mal? 1 minus x in Klammern hoch minus 3. Jawohl. Also jetzt brauchen wir von 2 mal 1 minus x hoch minus 3 die Ableitung. Was ist die Ableitung? Okay, die Ableitung ist minus 1 in Klammern mal in Klammern minus 3. Und das ist jetzt minus 3 mal 2, also schreiben wir... Ja, also das ist ja dieses Faktorregel, das kann man ja wenden. Ja, der konstante Faktor. Also schreiben wir mal minus 3 mal 2 von hier aus mal... Mal g. Hoch? Hoch minus 4. So, und das Minus mal Minus gibt Plus. Und das ist, ich schreibe das jetzt ein bisschen komisch hin, aber jeder wird sofort verstehen, warum. Das ist 3 mal 2 mal g hoch minus 4. Was muss hier noch rein? 3 mal 2 mal? 3 mal 2 mal? 1. 3 mal 2 mal 1, was ist das? 3 Fakultät. Genau, das ist die Idee. Die Ableitung von dem da. Geht dann wahrscheinlich 4 Fakultät. So, ja, wir können jetzt die Rechnung machen, wir können aber auch gleich schätzen, jawohl. Also wir schätzen 4 Fakultät mal, ich glaube, mal in Klammern 1 minus x hoch, hoch minus 5. So, jetzt kommt die Frage, also wir haben jetzt 1 minus x hoch minus 1
abgeleitet und haben hier rausgekriegt, haben hier gewisse Dinge rausgekriegt. So, was ist denn jetzt, also das hier, wir müssen uns aufschreiben, welche Ableitung das ist. Also das hier ist F', das hier ist F2', das hier ist F3', das hier ist F4'. Die vierte Ableitung ist also das. Was ist jetzt vermutlich die n-te Ableitung? Also wenn das die vierte Ableitung ist, was ist die n-te Ableitung vermutlich? N Fakultät x hoch minus n plus n minus 1. Und das ist nicht x hoch minus n minus 1, sondern? Ja, das ist 1 minus 1. Ja, natürlich. Das ist die n-te Ableitung dieser Funktion. Und mit dieser Formel wollen wir jetzt die Taylor-Reihe herausfinden. Ja, jetzt haben wir unsere Funktion. Die Funktion war 1 durch 1 minus x oder x minus 1 hoch minus 1. Und wir haben die n-te Ableitung bestimmt. Normalerweise müsste man diese Formel mit Induktion beweisen. Aber Induktion ist ja schon längst Themenfriedhof. Können wir aber auch mal eine Unterrichtseinheit dazu machen, wenn ihr lustig seid. Wir haben auf jeden Fall diese Formel jetzt erkannt. So, und jetzt wollen wir die Taylor, also die Taylor-Reihe aufstellen, die Koeffizienten ausrechnen. Da gab es die Formel von Taylor, die wir in- und auswendig gelernt haben. Wie hieß die? An ist gleich? Fn mal Abgleich von 0 geteilt durch n Fakultät. So ist es. Genau das. Sehr gut. So, das ist die Formel und die wollen wir jetzt anwenden. Das heißt, wir setzen jetzt an und sagen, an ist gleich fn mal abgeleitet von 0. Fn mal abgeleitet von x habe ich ja. Das ist also n Fakultät mal 1 minus x hoch minus n minus 1 durch n Fakultät. Und ich muss hier in diese Funktion noch etwas einsetzen. Was muss ich in die Funktion einsetzen? X gleich 0. So, jetzt setzen wir das doch mal an. N-Fakultät. Ja, nun gut. N-Fakultät mal 1 minus 0, also quasi 1, also 1 hoch irgendwas. Minus 1. N minus 1 durch N-Fakultät. Das hier ist 1, das ist sehr richtig. Was ist denn N-Fakultät durch N-Fakultät? 1. Also kommt da 1 raus. Da kommt 1 raus für alle N. So, was bedeutet denn das? Wenn da 1 rauskommt, ja, ich kann ja das hinschreiben, wir wissen ja, wir schreiben das f von x, können wir ja schreiben als a0 plus a1x plus a2x² plus a3x hoch 3 plus a4x hoch 4 und so weiter. Das ist ja der Ansatz der Potenzreihe. Jetzt ist mein f von x das hier. Also schreibe ich hier 1 durch 1 minus x mal a0. Was ist a0? So. Plus A1. Was ist A1? A1 ist 0. A1 ist? 1. A2 ist? 1. A3 ist? 1. A4 ist? 1. Was kommt denn da raus? Was ist denn das hier? 1 plus x plus x Quadrat, plus x hoch 3, plus x hoch 4, plus x hoch 5, plus x hoch 6, das haben wir schon mal gesehen. Wie nennt man das? Das hat einen Namen gehabt. Wie hieß das? Potenzreihe. Nein, das ist keine Potenzreihe, Potenzreihe. Das war ganz anders. An einer ganz anderen Stelle haben wir das hier gehabt. Ich habe ja gesagt, wir sehen ihn, wir erkennen ihn noch nicht, weil wir nicht erwartet hätten, dass er da ist. So, wir hätten den an der Stelle gar nicht erwartet. Das ist übrigens, das erste Mal ist uns das begegnet in der Wahrscheinlichkeitstheorie. Beim Thema geometrische Verteilung. Ist das eine geometrische Symmetrie? Natürlich. Aber es ist eigentlich keine geometrische Summe, weil wir unendlich viele Summanden haben. Und bei einer Summe hat immer endlich viele Summanden. Wir haben das genannt, wenn es unendlich viele Summanden hat, heißt geometrische Reihe. Und was war der Grenzwert der geometrischen Reihe? Haben wir auch gemacht. Also die geometrische Summe hatte 1 minus x hoch n plus 1 durch 1 minus x als Summenwert. Und für n gegen unendlich haben wir gesagt, geht das hier für bestimmte x-Werte gegen 0. Was hat also die Geometrie?
Ah! Das ist Mathematik. Mathematik ist ah. So, und das ist genau das. Das heißt, das ist nämlich genau der Grenzwert der geometrischen Reihe. Das heißt, die geometrische Reihe ist nichts weiter als die Potenzreihe der Funktion 1 durch 1 minus x. Ja, das Ding ergibt nachher das. Das ist eine geometrische Reihe. Was ist denn das Problem gewesen von der geometrischen Reihe? Das hat man ja an dieser Stelle auch gesehen. Was war das Problem hier? Das galt nicht immer. Weil diese Gleichheit galt nur für bestimmte. Damals hieß es nicht x, damals hieß es q. Aber es ist trotzdem das geht nicht für 1. Das geht nicht für 1, nicht nur nicht für 1, völlig richtig. Problem ist, das x darf nicht 1 sein, noch viel mehr, das x darf nicht 1 sein. Was darf das x auch noch nicht sein? Wenn ich x gleich 2 einsetze, ja, 2, 4, 8, 16, 32, fliegt doch völlig irgendwo hin. Ja, also x darf auch nicht 2 sein. Was muss das x oder das q sein, damit die geometrische Reihe gilt? Haben wir auch gemacht. Minus 1 bis 1. Ja. Minus 1, ja, kleiner x, kleiner 1. Das ist das Problem, das ist der Definitionsbereich. Das heißt, unsere e hoch x, Sinus x und Cosinus x, die gelten für alle x. Aber dieses Ding hier, das gilt nur in diesem Bereich. Das heißt, das hat dann den vornehmen Namen Konvergenzbereich. Also dort, wo es tatsächlich auch eine vernünftige Zahl gibt und kein Quatsch. Ja, das heißt, das ist unser Problem und das ist ein wirkliches Problem, weil wir eben zum Beispiel hier für x gleich 2 gar nicht einsetzen dürfen. Da kommt ja unendlich raus. Aber hier, da darf ich für x gleich 2 einsetzen, da kriege ich einen vernünftigen Wert raus. Das heißt, diese Gleichheit, die gilt nur zwischen minus 1 und 1. Für den Taschenrechner auch ein großes Problem. Das heißt, wenn man sowas hier mit dem Taschenrechner rechnen will, dann kann man das eben nur bedingt mit sowas rechnen, eben nur zwischen minus 1 und 1.